Menschen, die sind Meister im Verwerten von Dingen, die andere Menschen einfach wegwerfen. So einer ist der ehemalige Sticker Peter Stark aus Hohenems. Und stark ist auch, was dieser Elektroniktüftler alles zusammenbastelt. Speziell seine selbstentwickelte Version eines E-Bikes hat unseren Redakteur Robert Rader ins Staunen versetzt. Das ist Peter Stark auf seinem Elektrofahrrad. Wenn er auf diesem Gefährt mit Hund Valentin unterwegs ist, braucht er keinen Helm, kein Nummernschild und darf sogar den Fahrradweg benutzen. Denn schließlich hat das Fahrzeug alles, was von einem E-Bike heutzutage verlangt wird. Da brauchst du eine Klingel, Pedale, das Tretterkast. Und die E-Bikes haben noch einen Motor zur Unterstützung bis 25 km/h. Dabei hat er sein Spezialgefährt eigentlich nur aus dem zusammengebaut, was andere nicht mehr brauchen. Der Sitz zum Beispiel, der Ledersitz, das war einmal von meinem Sohn die Lederhose. Der hat ihn auch selber geneigt, hat eine Schneidmaschine. Und dann habe ich die da gemacht. Das ist schon unglaublich. Vor 20 Jahren hat Peter Stark seine Stickmaschinen verkauft und das Gebäude in eine Tüftlerwerkstatt umgewandelt, in der man nun seine Schöpfungen bewundern kann. Vom Sechszylinder-Motorrad bis hin zum Einmann-Hubschrauber. Das ist ein Tragschrauber, den habe ich so zum Spaß gebaut. Und ja, hat er Spaß damit. Derzeit konstruiert er gerade ein Segway aus dem Motor einer desolaten Putzmaschine aus dem Krankenhaus. Wäre ja schade, wenn sie mit dem Lohacker da haben. Ich presse gut, oder? Darum habe ich da Stange aufgemacht, Lenkung, Gasgriff. Ja, dann werden wir dann schauen, wie sie läuft. Das Entwickeln von Elektrofahrzeugen ist seit 4 Jahren sein Steckenpferd. Bis hin zum eigenen Elektroauto. Alles aus weggeworfenen Teilen zusammengebaut. Da werden die schönsten Sachen einfach vorgeschmissen. Da könnte man ja überall noch verwenden. Jeder, der ein Ladegerät braucht oder sonst ein Schweißapparat zum Beispiel. Mit dem kann man auch ein Schweißapparat bauen. Da muss man einen Trafo haben dazu. Der tut das Gleichrichter. Genug Leistung und schon hast du ein Schweißapparat. Kostet dir praktisch nichts. Musst nur noch die 2 Drähte haben mit dem Griff drauf. Als Elektronikfan hat sich Peter Stark schon früh für den Amateurfunk interessiert und damals auch alle Geräte selbst gebastelt. QSZ, the station of this frequency here is over 9 PSI. Do you copy me? Auf diese Weise kam er sogar mit einem Astronauten in Funkkontakt. Der Apollo 10 und 11 war ohne Amateurfunker dabei. Und mit der hat er sich Zeit genommen, wenn er über Europa geflogen ist, dass er mit einer Bahn aber auf UKW gefunkert hat. So gut gegangen. Aber auch vor medizinischen Experimenten schrickt der Tüftler nicht zurück. Um seine Venen nach einem Herzinfarkt zu dehnen, hat er sich eine Spezialhose von russischen MiG-21-Piloten besorgt. Jetzt blasst man alles auf, drückt man das Blut durch die Vene durch. Da ist also der Druck drauf. Und wenn es Klicks macht, dann geht es wieder weg. Und so in diesem Rhythmus eine halbe Stunde laufen. Kann aber umeinander laufen. Also, oder? Wenn ein Schlauch dranhängt, kann zum Computer zuhocken. Peter Starks größter Wunsch ist es, einen zweiten Tüftler zu finden, mit dem er sein Wissen teilen kann. Aber jetzt lädt er mich erst einmal in seinem selbstgezimmerten Flugsimulator-Cockpit auf eine Flugreise ein. Ja, Peter, wo fliegen wir denn rein? Wo möchtest du gerne rein? Ich glaube, Kuba wäre nicht schlecht. Da gibt es einen Haufen so Tüftler wie die. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Machen wir. Vollgas. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Na dann, guten Flug. Seit heute ist November, da darf man sich schon langsam Gedanken über Weihnachtsgeschenke machen. Wie wär's zum Beispiel mal mit Kunsthandwerk? Besondere Unikate gibt's noch bis morgen auf der Kunsthandwerksausstellung Handart im Pförtnerhaus in Feldkirch. Wir haben uns heute schon mal für Sie umgeschaut.